Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich einen besonders coolen Gast für dich bei mir hier sitzen, nämlich den Matthias Schwarz. Das ist ein sehr liebes Kompliment. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Danke, danke für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Matthias, erzähl mal, welches Instrument spielst du und wie bist du zur Musik gekommen? Ich spiele Gitarre und auch ein bisschen Bass, allerdings halt nicht in der Band, sondern ich unterrichte eben. Und angefangen habe ich mit Klavier. Aus dem Grund, weil ich eigentlich Legastheniker bin. Also jetzt nicht so sehr, weil ich jetzt so super musikalisch bin eigentlich. Also aus dem Grund hätte ich es jetzt einmal nicht gelernt, sondern einfach aus Therapiegründen. Weil ich Buchstaben und Zahlen vertauscht habe, und zwar ziemlich extrem. Und das mir helfen sollte, in der Schule besser zurechtzukommen. Hat es funktioniert? Ja, bedingt. Ich würde sagen, aber jetzt momentan, also ich meine, Legasthenie legt man das ganze Leben eigentlich nicht ab, aber ich würde sagen, dass ich einen riesen Fortschritt gemacht habe diesbezüglich. Das ist gut. Ja. Sehr schön. Wie war denn jetzt so dein musikalischer Werdegang? Also du hast dann Klavier gespielt und wie ging es weiter? Weil du spielst ja jetzt Gitarre. Jetzt spiele ich Gitarre, genau. Dann mit 8 Jahren bin ich bei den Wiener Waldsängerknaben gewesen und habe die Ausbildung bis zum Konzertchor abgeschlossen. Mhm. Und habe beim Kapellmeister der Wiener Waldsängerknaben Klavierunterricht gehabt. Mhm. Der war allerdings ein sehr strenger Lehrer, deswegen habe ich mich dann zum Fürchten angefangen. Oh. Und habe dann mit 14 beschlossen, ich will eigentlich nicht mehr Klavier spielen. Und hatte dann in der Nacht einen sehr intensiven Traum irgendwann einmal, jetzt nicht wegen der Angst vor dem Klavier, sondern einfach generell, dass ich mich auf einer riesen Bühne gesehen habe mit Gitarre und ich war sehr glücklich in diesem Traum. Und das war für mich der Auslöser, Gitarre zu lernen. Wow, das ist ja mal geil. Hast du auch schon mal so einen Traum gehabt, dann mach jetzt mal oben, beantwort die Frage da oben. Hast du schon mal so einen Traum gehabt, dass du auf der Bühne stehst mit einer Gitarre, ja oder nein? Würde ich gern von euch wissen. Finde ich sehr, sehr cool. Wow, wie kannst du diese Bühne zuordnen oder war das einfach irgendwie irgendwo? Ich kann nicht genau sagen, es war auf jeden Fall, ich meine, es war im klassischen Sinne halt, ja, es war jetzt keine Riesenbühne, aber es war eine mittelgroße Bühne mehr oder minder mit großen Spotlights und ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, was ich da jetzt angehabt habe und Gitarre und hin und her, aber es war auf jeden Fall so, dass ich mir dann gedacht habe, ja, Gitarre, das möchte ich unbedingt lernen. Also das ist das Instrument, also wen, dann möchte ich jetzt Gitarre lernen. Das war jetzt dann zum Ungemach meiner Eltern, weil die haben gesagt, hey, du spielst jetzt schon 7 Jahre Klavier, das gibt es ja nicht, oder länger, du kannst das jetzt nicht abbrechen, spielst du so gut Klavier und der Klavierlehrer auch, na, jetzt lernt, ich kann dir auch gern Keyboard beibringen, obwohl der eben alles andere als jetzt modern Klavier hat spielen können, weil der ist ein Profi im Orgelspielen und im Klavierspielen und singt auch beim Schönberg Chor professionell eben Bariton. Er ist ein wahnsinnig guter Baritonsänger und hat mich auch ein paar Jahre danach, also nachdem ich dann eigentlich aus der Schule raus war, nochmal angeschrieben, extra, weil er gemeint hat, ja, du wirst einmal einen schönen Bass kriegen, das kann ich dir voraussagen, und du wirst eine tolle Stimme und ein toller Sänger sein, wenn du da jetzt. Aber ich wollte ihn halt nicht mehr treffen, das war die Sache. Hat er gedacht, nie wieder, ja. Lass mich zufrieden. Lieber Gitarre spielen. Geile Geschichte. Ja, cool. Okay, das heißt, du bist jetzt Gitarrist. Genau, ja. Und bist auch in einer ziemlich coolen Band. Ja, da bin ich. Das ist eine besondere Band. Für mich ist es eine besondere Band und mittlerweile auch für einige Leute in der Boogie- und Rock'n'Roll-Szene, würde ich jetzt einmal sagen. Da bin ich allerdings erst vor 5 Jahren hingekommen, 5, 6 Jahren. Davor habe ich einige andere Sachen gemacht, also da war ich eher im Bereich Rock und Ska unterwegs. Dann habe ich irgendwie meine Liebe für Rock'n'Roll, Rockabilly entdeckt, wobei ich noch nicht genau gewusst habe, wo die Reise hingeht, aber da habe ich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt, nämlich wir haben mit den Choo Choo Royals in der Arena gespielt
und da hat eine Band aus Amerika gespielt, eine Swingband. Und da war ein Typ, der Gitarre gespielt hat, der hat ausgeschaut wie der Richard Nixon. Mit einer hohen Stirn. Und dann hat er irgendwie, dann hat er ausgeschaut wie ein, mit so einer fetten Vintage-Brille und einer wirklich coolen Telecaster-Gitarre. Und der hat auf einem total ungewöhnlichen Verstärker diese Art von Musik gespielt, hat aber einen total super coolen Sound gehabt. Und die Art und Weise, wie der dort gestanden ist und gespielt hat, habe ich mir gedacht, das ist es. Und das habe ich dann irgendwann einmal im Laufe unserer Bandkarriere, können wir jetzt sagen, also die 5 Jahre, wo wir zusammen spielen, dieses Gefühl hatte ich dann auf einmal und dann bin ich drauf gekommen, meine Musikrichtung ist eigentlich das swingige Gitarrespielen. Das ist das, wo ich mich am besten reinlassen kann, wo ich drinnen bin und wo mir die meisten Ideen kommen. Das ist das, was mir schon viele Kollegen auch aus diversen anderen Rockabilly- oder Rock'n'Roll-Projekten als Kompliment gemacht haben und gesagt, du hast einen sehr eigenen Stil, einen sehr jazzigen sozusagen. Das ist für Rock'n'Roll und Rockabilly eigentlich nicht so ungewöhnlich, aber heutzutage nicht sehr gebräuchlich. Es war in den 50er Jahren das eben sehr gebräuchlich, weil die Musiker aus den Big Bands gekommen sind und dann ist in den 50er Jahren der Rock'n'Roll entstanden und die Big Band Musiker, die mussten dann im Studio Rockabilly spielen und haben nicht gewusst, aha, das ist eine neue Musikrichtung, das spielen wir jetzt. Und haben dann mehr oder minder so Swing Riffs hineingebaut in die Musik. Okay. Mhm. Und das ist eben auch so der, das ist so mein Hintergrund, das will ich eigentlich machen, auch über die Band. Und das machen wir auch, weil wir haben so eine, Chucks und Reis ist eine, derjenige, der die Band kennt, ist eine Mini-Big-Band eigentlich. Und wir spielen... Ihr seid 7 Leute, oder? Genau. Und wir spielen Musik aus den 40ern und 50ern, ja. Aber vorwiegend halt aus der schwarzen Richtung sozusagen, also dem bluesigen, swingigen Stil. Gibt es denn in Österreich überhaupt Leute, die sich sowas anhören und die auf ein Konzert kommen? Das ist der Punkt, ja, es gibt sie schon, aber das Aber, groß unterstrichen, es gibt einige Tanzclubs, die das natürlich interessiert, aber man wird in Österreich jetzt dann nicht so reich werden, wird man in Österreich damit nicht. Ja. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, es ist eigentlich eine sehr große Szene. Man kann sich das gar nicht so vorstellen, wenn man da nicht drinnen ist. Ich kenne ja schon mittlerweile ein paar Leute. Und es ist wirklich, also es gibt da einmal im Jahr gibt es ein großes Festival in Bad Sauerbrunn. Ja. Und da kommen ja weltweit Leute angereist und sind über mehrere hundert Menschen anwesend. Warst du da auch schon mal? Wir haben eigentlich alle großen Rock'n'Roll-Festivals, die es in Österreich gibt, bespielt. Eins davon ist in Vorarlberg, das ist das Rockabilly Bombardement, da haben wir gespielt und das Bad Sauerbrunn haben wir auch schon bespielt. Wie viele Menschen sind da? Also was war so das Größte, was ihr bespielt habt? Weißt du das noch? Ich weiß das sehr genau, weil wir diesen Sommer beim größten Festival in Serbien gespielt haben, beim größten internationalen Jazz-Festival. Da waren sicher geil. Mehr als, also nicht, ich kann es jetzt nicht schätzen, aber 6.000 Leute, 7.000 Leute. Wie gesagt, wir waren... Das sind ja nicht wenige Menschen, das sind ja schon ganz schön viele. Das stimmt, ja. Also, es geht vielleicht nicht so leicht wie Pop, aber ja, also es geht. Die Bestrebungen sind dahingehend, dass wir auf Jazz-Festivals eben spielen und größere Festivals eben auch spielen. Und wir haben da mitunter auch schon, soweit ich das irgendwie vernommen habe, eine Folgeeinladung gekriegt. Sehr cool. Wird sich im Laufe der nächsten paar Monate entscheiden. Es ist jedenfalls so, dass ich heute erfahren habe, dass letztes Jahr eben ein Mitschnitt gemacht wurde vom Konzert und wir dein Beitrag im serbischen Fernsehen läuft auch über uns jetzt dann bald. Ja. Das ist ja mega, mega genial. Matthias, das finde ich ist auch ein großartiger Abschluss, denn wenn man im Fernsehen gezeigt wird, ist es einfach immer so, dass man sagen kann, ein Hackerl, abgeschlossen, wieder was erreicht, was auf der To-Do-Liste stehen könnte. Das ist richtig, ja. Und wie cool ist das denn generell, würde ich sagen. Cool. Ja, denke ich cool. Mir auch immer wieder, ja. Matthias, schön, dass du heute da warst. Ja, danke fürs Einladen. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal und ja,
Alle Videos von den Juke Joint Royals und von uns findest du hier irgendwo verstreut. Schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.